Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sonic Battle. Vermutlich der letzte Part der Cream Storyline, würde ich sagen. Scream ist auch gut. Nee, eigentlich hat sie nichts mit den Schrei zu tun. Das wäre recht makaber, muss ich mal so meinen. Nein, aber wir sind jetzt drauf und dran nach der letzten Übungsrunde mit ML. Scream hat ja eingesehen, dass sie kämpfen muss, zusammen mit Cheese. Um hier wieder herauszukommen und so, dass ihre Freunde nicht weiter verletzt werden als nötig. Sie sind über das Risiko eingegangen, so während des Trainings ein bisschen ihre Freunde zu verletzen, als am Ende, naja, selber verletzt zu werden, andere noch zusätzlich verletzt. Das ist die bessere Lösung gewesen. Ja, und da sind wir nun. Wir sind drauf und dran, jetzt Gamma mächtig zu vermöbeln, auch wenn er jetzt eine tolle Emerald-Scherbe hat. Also ich glaube, wir sind jetzt bestimmt gehandicapt gegenüber ihm. Das ist gut möglich. Ich weiß ja leider nicht genau, wie die Programmierung ist, ob die da wirklich groß was geändert haben oder ob immer nur wir selber gelackmeiert sind oder Vorteile genießen. Glaube ich eigentlich nicht. Aber wir werden ja gleich sehen. Also bisher läuft es hervorragend. Das schreit nach 5 Extrapunkten. Oh, der Cream. Hopp. Hopp, hopp. Oh, der Luftschock. Hatten wir den schon mal? Fähigkeiten werden um 5 erhöht. Cool. So will ich das sehen. Ha! Kannst du es nicht besser? Emer, Cheese, es ist noch nicht vorbei. Seid vorsichtig. Ich kann doch noch nicht verlieren. Maximale Leistung, Kampfmodus einleiten. Los, Wachrobo. Oh, er holt sich Verstärkung. Wenn er sagt Wachrobo. Wieder 5 oder 10 Kämpfe? Vielleicht will er ja noch einen dritten Kampf haben. Nee, es sind 10 Kämpfe. So, 2 gegen 2. Das wäre ja eigentlich direkt fair. Würde ich meinen. Aber die Cream ist gut. Und ihr habt da keine Schnitte. Weil ich euch nämlich voll ausknipsen werde. Passt nur auf. Machen wir jetzt auch mal voll Murre K.O. Passieren die hier aus. Ah, komm nur her, du. Da ist noch so einer. So eine Witzpiepe. Nur nicht erwischen lassen. Also, gegen den Roboter sind wir eigentlich immer ziemlich gut gerüstet, muss ich sagen, wenn er nicht gerade explodiert. Zack, boom! Oh, Resistenz. Ah. Oh, shit! Oh, der hat uns one-hitted, das geht nicht! Was verflixt? So war das nicht geplant. Ach, was soll's. Wir kriegen das trotzdem hin. Oh, ML ist schon viel öfter abgekratzt, weil er immer in der Explosion landet. Es ist eine Katastrophe. Auf jeden Fall sind wir mächtig gehandicapt. Die machen einen hier... Boom! Das ist ja nicht mehr feierlich. Oh, er hat Resistenz. Da müssen wir aufpassen. Und ihm volle Möhre, aufpassen. Und ihm volle Möhre gegen die Wand klatschen. Und den noch Wachrobo gleich mit. Uah! Da ist er ja wieder. Na, sag mal, warum haben wir eigentlich Chaos Gamma zu selten besiegt? So, den machen wir auch noch kaputt. Das Schlimme ist bei den grauen Robotern, die geben ja nie den Ruf ab, dass sie immer Recovery Mode sind. Na komm schon. Mach mal. Nee, das war nicht ganz so gut. Ja, aber ihr könnt ja von mir aus mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke, das ist wohl das Beste, um die Gegner jeweils zu besiegen, indem wir einfach die Special Attacks nutzen. Ne? Ah, ich weiß, es ist eigentlich ziemlich feige und so, aber ich meine, ihr wollt ja bestimmt auch nicht ewig lange die Kämpferei ansehen, oder? Findet ihr das Kämpfen so spannend? Also ich für meinen Teil muss sagen, es ist zwar die Grundlage von dem Spiel und es macht ja eigentlich auch Spaß. Es sei denn, man hat wirklich sehr nervige Charaktere, dann ist es was anderes. Aber an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das Übelste von dem Spiel wird ja erst noch kommen. Und dann haben wir einen, naja, nicht unbedingt den besten Charakter, aber er ist akzeptabel. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Och Mist, und er hat uns wieder one-hitted. Das ist eine Katastrophe, Leute. Ich habe gerade das Falsche aktiviert oder am aktivieren. Geh kaputt! Kaputt schlagen! Ich weiß noch gar nicht so genau, was ich da danach machen werde nach diesem Let's Play. Ich meine, es sind zwar noch einige Parts. Also ich schätze schon noch, dass es so, keine Ahnung, 10 Parts werden. Würde ich mal so über den Daumen gerechnet sagen. Ich glaube, dieser hier ist jetzt ein Part 25, 26 von dem gesamten Let's Play. Aber ich denke, es werden schon noch einige Parts kommen. Auch wenn es nur noch 2 Storylines sind, denke ich, dass wir nochmal mit rund
10 Parts rechnen sollte. Ich werde nämlich vielleicht auch dabei anschließend noch eine Spezialpart machen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte. Wo ich euch das ein oder andere Minigame nochmal erkläre, vielleicht auch zeige. Das heißt, wenn ich alleine spielen darf. Und jo. Vielleicht auch mal das Spezialtraining zeige. Aber da müssen wir sowieso auf die Love Story warten. Und dann schauen wir mal weiter. Also eigentlich hatte ich ja vorgehabt, Brutal Mario weiterzumachen, beziehungsweise Super Kitty Koo Mario. Aber leider fehlt mir noch immer die ROM. Es ist einfach keine aufzufinden. Ne? Ich habe jetzt schon versucht, andere Leute, die das Spiel schon mal Let's Played haben, also die Vollversion von Kitty Koo, das letzte Stück anzuschreiben, ob sie vielleicht die ROM mir borgen können oder geben können oder wie auch immer, dass ich dieses Spiel fortsetzen kann. Was? Ja, ach so, das ist die Explosionsattacke. Also das heißt, er läuft nur rum und irgendwann macht es tick, tick, tick und peng. Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht. Hm, schade, weil wir K.O. gegangen sind. Ach, warum? Warum? Ich kann nicht verlieren. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Mr. Roboter, wofür kämpfst du? Er geht zu It, hat meine Kraft gestohlen. Rache, Kraft zurückerlangen. Kraft ist nicht etwas, das du geben oder nehmen kannst. Es ist etwas, womit du diejenigen verteidigst, die dir nahestehen. Du wirst verstehen, wenn du jemanden findest, den du beschützen möchtest. Die Emmer-Scherbe verlässt mich. Zur Freude für uns. Oder vielleicht für Emmer. Emmer ist ja, naja, der versteht das Ganze noch nicht ganz so sehr. Eine Emmer-Scherbe erhalten. Chaos Emerald kreiert. Was, die können das jetzt schon alleine kreieren? Der zusammengesetzte Chaos Emerald wurde von MR absorbiert. Hat die das jetzt gesagt? Doch, die hatte das gesagt. Es klang so hochfrequent, dieses Gepiepste, wenn hier die Schrift geschrieben wird. Fähigkeitspunkte wurden um 10 erhöht. Dieses Gefühl, es ist wie, alles fühlt sich schärfer an. Unglaublich, meine Roboter sind nutzlos. Nutzlos! Eggman ist wieder da. Ich frage mich, wofür dieser Schalter gut ist. Das ist der Schalter, der Knuckles... Hey! Versuch ihn zu betätigen. So? Hey, jemand? Super, ganz wie geplant. Ist das der Schalter für Telefon? Fürs Telefon? Hey, das Bild ist da. Da tut's weh, Eggman. Blöd, Mann. Voll verarscht. Wow. Aha. Hey, Eggman, hast du Spaß? Wolltest du uns nicht deinen neuen Tanz zeigen? Mann, ziemlich cool. Sonic! ML! Sonic! Hey, Cream! Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Also hat Eggman die Wahrheit gesagt. Seid ihr beide okay? Ja, ML hat mich beschützt. Juhu! Und Cheese auch. Ich komme und hol dich ab. Und hol dich, warte da. Keine Sorge, ML ist hier. Ich bewege mich mit Sonic Geschwindigkeit. Moment mal. Au! Forscht. Du, ich krieg dich. Da bist du denen ja voll auf den Leim gegangen. Tja, Übermut tut selten gut. Wer anderen eine Bratwurst brät, hat selbst ein Bratwurstbratgerät. Ach nee, wer anderen eine Kurbel kriegt, fällt selbst hinein. Das würde ich eigentlich sagen. Tja, und da haben wir, wie schon vorher gesagt, die Cream-Storyline abgeschlossen. Aber der Part an sich ist relativ kurz geworden, aber das macht nichts, weil wir hatten ja zuvor schon einige längere Parts. Ich denke, da ist es nicht weiter schlimm. So, zwei Storylines stehen, wie gesagt, noch offen. Und ich denke, darum werden wir uns im nächsten Part dann kümmern.
Danach kommt eine, vielleicht für manche schon lang aussehende Storyline. Wir werden noch gucken, wer die nächste Storyline sein wird. Ich denke, einige von euch werden schon die Vermutung haben, wer es sein könnte. So viele Charaktere gibt es ja nicht mehr. Aber es gibt noch immer einen Charakter, dem wir noch nie begegnet sind in dem gesamten Spiel. Und das auf die letzten beiden Storylines ausgesehen. Wer kann das sein? Vielleicht haben einige schon eine Vermutung. Ja, ich weiß schon, die neue Serie. Und ich kann sie nicht kaufen. Ja, bitte. Push Start to Play. Die Storyline. Sonic, Tails, Rouge, Knuckles, Amy und die Cream. Und wer könnte der Nächste sein? Es ist kein anderer als Shadow. Als Nächstes werden wir mit Shadow spielen. Also Shadow an sich ist zwar auch nicht ganz einfach seine Storyline, aber er ist im Großen und Ganzen guter Kämpfer. Seine Special Attacks sind zwar auch nicht gerade so der Hit von Ausführen her, aber alles in allem eigentlich machbar. Also im Großen und Ganzen kann man sich eigentlich nicht über Shadow beklagen als Kämpfer. Und wie gesagt, er ist recht durchschnittlich, aber das werden wir alles im nächsten Part sehen. Also dann, ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!